Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Europa hat die Wahl. Bei uns zu Gast Franziska Brandner. Franziska Brandner ist von den Grünen. Sie war von 2009 bis 2013 im Europaparlament und seit 2013 ist sie im Deutschen Bundestag und dort im Europaausschuss und außerdem parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Frau Brandner. Herzlichen Dank. Frau Brandner, Theresa May hat ihre Vertrauensabstimmung knapp gewonnen. Sie ist noch im Amt, aber den Deal, den sie mit der Europäischen Union ausgehandelt hat, den hat sie nicht durchs Parlament gebracht. Was macht man mit dieser Situation? Bleibt jetzt nur noch der harte Brexit? Also erstmal muss man feststellen, dass dieses Land wirklich im Chaos ist, komplett gespalten ist und dass man wie unter einem Brennglas sieht, wohin Chauvinismus, Populismus, Nationalismus führen, nämlich zu dieser Spaltung und diesem Chaos. Und das Traurige ist ja eben, dass es für nichts eine Mehrheit gibt. Also es ist ja nicht nur so, es gibt für Mays Deal keine Mehrheit, es gibt ja für nichts, so wie es jetzt ausschaut. Ich finde, dass Frau May jetzt in der Pflicht ist, den Hard Brexit vom Tisch zu nehmen. Sie hat den benutzt als Drohkulisse, das hat ja offensichtlich nicht gewirkt. Und sie hat ja zwei Optionen, den vom Tisch zu nehmen. Einerseits kann sie Artikel 50, also den Austrittsantrag, zurücknehmen. Oder sie kann zumindest den Hard Brexit nochmal verschieben, indem sie den Antrag stellt, dass die Verlängerung dass es zu einer Verlängerung kommt. Was soll eine Verlängerung bringen? Weil am Ende eine große inhaltliche Einigung, das haben Sie ja selber auch schon ein paar Mal gesagt, ein großes inhaltliches Entgegenkommen der EU ist ja nicht zu erwarten. Nein, aber es gibt ja Rufe innerhalb der britischen Zivilgesellschaft als auch im Parlament nach einer Abstimmung über den Austrittsvertrag und über Optionen dabei auch weiterhin zu bleiben. Ich finde, dass man dafür auch Zeit ermöglichen muss. Es wäre nicht klug von uns, wenn wir sagen würden, nein, wir bestehen auf dem Hard Brexit, ihr dürft darüber nicht nochmal abstimmen. Und wir sehen, dass die Politik komplett blockiert ist. Und vielleicht ist es dann der Zeitpunkt, es zurückzugeben an die Bevölkerung, an die Bürgerinnen und Bürger, zu sagen, was haltet ihr von diesem Abkommen? Oder wenn ihr jetzt wisst, was konkret Brexit bedeutet, findet ihr das eigentlich noch gut? Ja. Das ist zumindest eine Option, die man nicht vom Tisch nehmen sollte. Ja, Sie haben aber selber gesagt, das gibt im Prinzip für nichts eine Mehrheit im Moment und sagen, es ist überlagert von Chauvinismus und Populismus. Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass das bei einem zweiten Referendum nicht exakt genauso ist? Ja, also im Parlament gibt es gerade für nichts eine Mehrheit. Ne? Das ist natürlich die Vertretung der Bevölkerung, aber das ist noch nicht automatisch. Da sind zumindest Umfragen auch relativ pari-pari. Genau, es gibt mittlerweile in Umfragen eine leichte Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union, aber die ist, haben Sie recht, ist jetzt auch nicht so ausgeprägt. Aber was mir etwas, wenn man doch Hoffnung oder Zuversicht gibt, ist, dass bei dem ersten Referendum, als es ja um einen abstrakten Brexit ging, da wurde ja das Blaue vom Himmel runter versprochen, da wurde ja gelogen, bis die Balken sich brechen, biegen. Und meine Hoffnung ist, dass man jetzt sieht, was Brexit bedeutet, dass es konkreter ist, dass nicht jeder mehr sagen kann, du, dann kriegen wir 300 Milliarden die Woche. Und damals gab es ja auch viel Einfluss von außen, viel Desinformation, so viel Lügen. Und die Hoffnung besteht, dass es jetzt vielleicht dadurch auch durchaus zu einem Grad der Heilung kommen könnte, wenn alle anfangen würden, über die Realität zu sprechen. Und das könnte einer Demokratie ja auch mal wieder guttun. Frau May steht ja relativ unverrückbar da. Haben Sie da auch ein bisschen Respekt vor der Art? Nein, also Frau May ist natürlich in dem Sinne beeindruckend, wie sie da stoisch steht und angefeindet wird und ihre Rede einfach konsequent weiterhält. Aber sie hat ja auch große Fehler gemacht. Also sie hat eben nicht vor 2 Jahren angefangen zu sagen, liebe Leute, wir können nicht alle Ziele gleichzeitig erreichen. Also sie hat auch damals nicht angefangen, rein Wein einzuschenken. Und es rächt sich heute. Ich sage mal, der Slogan müsste eigentlich sein, take back reality. Ja, also nimmt endlich mal die Realität wieder wahr. Und da hat sie viel zu spät angefangen. Aber man muss auch sagen, dass Corbyn, also der Leader der Sozialdemokraten dort, er auch kein besseres Bild abgibt. Der ist auch sehr populistisch unterwegs. Von daher ist es eigentlich tragisch, dass wir da keine Figur haben, wo man Eindruck hat, die ist wirklich verantwortungsvoll. Glauben Sie denn, weil Sie Corbyn sagen, dass die deutsche Sozialdemokratie da irgendeinen Einfluss ausüben könnte auf ihre Brüder und Schwestern in Großbritannien? Ich würde mal eher davon ausgehen, dass sie schon alles probiert haben, aber ich habe auch jetzt nicht den Eindruck, dass Herr Corbyn unbedingt auf die deutsche Sozialdemokratie hören würde. Ja. Sie kennen nun Europa sehr, sehr gut.
könnte man den oder wäre der Umkehrschluss richtig, dass man sagt, okay, so schlecht ist das mit dem Brexit gar nicht, weil es schweißt zumindest die anderen Staaten irgendwie zusammen? Oder ist das ein Trugschluss? Nein, es gibt ja immer wieder diese Argumente, der Brexit zeigt ja auch, wie schlimm es ist, wenn man sich auf diesen Weg macht. Natürlich zeigt ja das, aber trotz allem finde ich die Situation verheerend. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass der Brexit ja auch von unserer Zeit unglaublich viel nimmt. Mhm. Ja, also unsere Ressourcen, wie viel wir uns da mit dem Bundestag beschäftigen, anstatt uns mit den Problemen der Zukunft zu beschäftigen. Mhm. Ja, wir müssten ja als Europäer gemeinsam jetzt den Klimaschutz voranbringen. Wir müssen Digitalisierung gestalten. Wir bräuchten eine gemeinsame Außenpolitik mit Blick auf Putin, Trump, Erdogan. Ja? Also das heißt, da sind so viele Herausforderungen, die eigentlich unserer Zeit bedürften. Mhm. Das ist ja fahrlässig. Man muss sich damit beschäftigen, aber dass es eben für uns wirklich nicht von Vorteil ist, dass wir uns jetzt auch schon seit Monaten, Jahren mit diesem Brexit beschäftigen müssen. Was sind denn die wichtigsten Herausforderungen jetzt für Deutschland mit Blick auf den Brexit? Ist das einfach das Krisenmanagement, das aktuelle, oder gibt es so eine Art Vorbereitung auch von politischer Seite? Also muss man hingehen und Unternehmen darauf vorbereiten? Oder was ist sozusagen die Hauptaufgabe, die Sie jetzt haben, die sozusagen alles andere verdrängt? Also Deutschland hat eine wichtige Rolle dabei, den Zusammenhalt der restlichen europäischen Länder mit zu stärken und dafür zu sorgen, dass jetzt nicht jedes Land in eine Richtung rennt und sagt, oh Gott, der kommt der Hard Brexit, jetzt verhandle ich mal bilateral. Also dass wir diese Einheit der 27 behalten, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Deutschland. Und natürlich hat die Regierung die Aufgabe, die Unternehmen zu schützen, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, Bürgerinnen und Bürger für die Situation eines Hard Brexit. Mhm. Aber da können wir auch nicht so viel national machen. Viel davon muss auch europäisch getan werden. Ich gebe ein konkretes Beispiel, die Frage, was passiert eigentlich mit den britischen Ärzten, die hier sind? Mhm. Ja, was passiert morgen? Haben die dann überhaupt noch eine Arbeitsgrundlage hier? Und natürlich wäre die britische Regierung sofort bereit, mit Deutschland bilateral ein Abkommen zu machen, sagen, eure deutschen Ärzte bleiben bei uns, die britischen bei euch, gar kein Problem. Das wäre aber schwierig für die polnischen Arbeiter, weil da würde die britische Regierung sagen, no sorry. Von daher ist es wichtig, auch für die Notfallvorbereitung gemeinsam das zu machen und nicht zu ermöglichen, dass die Briten sagen, ja, mit den Deutschen gerne, aber die Polen, die können sich noch mal hinten anstellen. Von daher alles gar nicht so einfach, selbst mit Blick auf die Notfallvorbereitung. Gelingt denn Deutschland dieser Zusammenhalt? Klappt das denn? Also bis jetzt ist da Frau Merkel, finde ich, immer zumindest auf der Einheitslinie. Dann gibt es immer so Querschießer wie Herr Seehofer letztes Jahr, der gesagt hat, wir brauchen jetzt einmal ein bilaterales Abkommen bei der Sicherheit. Oder Herr Dobrindt diese Woche, der gesagt hat, also wenn Deutschland da jetzt mal rangehen würde, dann könnte man diese Krise lösen. Wo ich auch noch dachte, oh meine Güte, er hat überhaupt gar keine Ahnung. Also erstens würde Deutschland da auch nicht den Unterschied machen. Zweitens, wenn die Uhr auseinanderfällt, dann sind wir verloren. Und drittens sagte er das auch noch vor der Abstimmung im Unterhaus, ja, das ist der größte Anreiz für die Abgeordneten zu sagen, also mit den Deutschen könnten wir ja nochmal verhandeln, ja, also wirklich fahrlässig. Von daher, ich sehe da mal wieder Tendenzen in Teilen der CDU-CSU-Fraktion, wo ich denke, aufpassen, wir dürfen da jetzt nicht auseinanderfallen. Und natürlich müssen wir sicherstellen, dass es keine weiteren Zugeständnisse gibt. Ja? Und Zugeständnisse jetzt wirklich gemeint von Rechte, mehr Rechte bekommen und weniger Pflichten. Mhm. Ja, das ist ja Mays Ziel immer wieder, zu sagen, wir hätten gerne alles, was schön ist in der EU und alles, was manchmal auch schwierig ist, gerne nicht. Mhm. Und das geht halt nicht. Das heißt, es geht nur im Austausch. Mehr Rechte bedeutet auch mehr Pflichten wieder auf der anderen Seite. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, das ist ein Punkt, wo Sie sich vorstellen könnten, dass man Großbritannien entgegenkommt, aber gleichzeitig irgendwas einverlangt? Gibt es da einen konkreten Punkt? Klar, also die Europäische Union hat ja mehrfach vorgeschlagen, ihr könnt auch gerne das Modell Norwegen haben oder Schweiz oder ein sozusagen ähnliches, aber auf jeden Fall mal eine Zollunion. Da sind immer Rechte und Pflichten in der Balance, aber natürlich auf einem anderen Niveau. Und dieses Angebot steht auch weiterhin. Also wenn es jetzt nächste Woche eine Mehrheit geben sollte im britischen Unterhaus für ein Norwegen-Modell, dann sollten wir die Letzten sein, die sagen, das wollen wir nicht. Ja? Aber dieses Verständnis von, wir drehen an dem aktuellen Austrittsabkommen und an der politischen Erklärung, um noch mehr Rechte zu bekommen und noch weniger Pflichten, das geht nicht. Und um es ganz konkret zu machen, wo für uns auch die Gefahren sind, wenn wir im europäischen Markt eine offene Grenze haben zwischen Nordirland und Irland der Zukunft, kann ja alles rüberkommen ohne Kontrollen. Und wenn dann die Produkte nicht den gleichen Standard haben, dann ist es für uns Verbraucher gefährlich. Ja? Also wenn ich nicht sicher sein kann,
ist das eigentlich wirklich gentechnikfrei? Wie wurde es eigentlich hergestellt und das keiner mehr überprüfen kann? Das ist einfach unsere eigene Gefahr. Und das Gleiche gilt mit Verbraucherschutz, Versicherungen, Banken. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen, habe aber nicht mehr den gleichen Verbraucherschutzstandard. Es wird gefährlich für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und es ist natürlich auch ein Nachteil für unsere Unternehmen, weil die sich ja an die Regeln halten müssen und dann den Wettbewerb aus Großbritannien bekommen, ohne die gleichen Regeln. Und das ist etwas, wo die EU schon sehr weit gegangen ist. Und ich sage mal, jeder Schritt weiter wäre eigentlich auch kein Brexit mehr, sondern eine Mitgliedschaft à la carte. Ist denn den Leuten in Deutschland das bewusst, dieses Risiko, was da alles drinsteckt? Haben Sie das Gefühl, dass dieses Brexit-Thema so angekommen ist in seiner ganzen Dramatik und Dynamik, die das entfalten kann? In Deutschland haben wir immer noch das Gefühl, naja, wenn der Backstop kommt im Brexit, das ist alles eigentlich okay. Weil die Briten es geschafft haben, dass das die Haupterzählung ist, ach, wir leiden. Ja, und wir haben es bis jetzt noch nicht gut genug geschafft zu erzählen, dass die Europäische Union schon sehr weit gegangen ist, wirklich schon Umwelt-, Sozialstandard, Verbraucherschutz durchaus in Gefahr gebracht hat. Und das Bewusstsein ist nicht da, weder bei uns noch in Großbritannien. Und das ist auch eine der Schwierigkeiten, weil in Großbritannien immer das Gefühl ist, wir müssen immer nur die Zeche zahlen. Und wie gesagt, es ist wirklich nicht die Realität. Na, es wird ja wahrscheinlich im Europawahlkampf eines der Themen mit werden, wenn das nicht bis Ende März... Ich hoffe nicht. Ja. Ich möchte, dass wir darüber streiten, wie wir unser Klima retten, wie wir die künstliche Intelligenz gemeinsam gestalten, wie wir nicht chinesisch digitalisiert werden oder amerikanisch. Ich möchte darüber reden, wie wir Frieden schaffen in unserer Nachbarschaft. Ja, das sind so viele Themen, wie wir eine faire Besteuerung hinbekommen in Europa und nicht nur über den Brexit. Bevor wir zu dem Ganzen kommen, mich würde interessieren, wir sind ja so ein bisschen in der Grippewelle. Wenn Sie jetzt einmal so auf Europa gucken, was Sie ja gut kennen, würden Sie sagen, Europa ist in einem Zustand kerngesund, leicht verschnupft oder irgendwie ernsthaft krank? Also ich würde sagen, auf jeden Fall verschnupft. Ich würde noch nicht sagen, komplett ernsthaft krank, aber es ist eindeutig in Schwierigkeiten. Ja, das kann man nicht. Was sind denn die wichtigsten Probleme? Einen haben wir jetzt besprochen, Brexit. Ja. Das kann man ja nicht leugnen, ist eine große Schwierigkeit. Wir haben auch die Schwierigkeit, dass wir mittlerweile Regierungen haben wie Orban, aber auch Salvini, die an unserem Rechtsstaat wieder drehen und den beschränken. Orban, der die Pressefreiheit in Ungarn de facto abgeschafft hat. Aber wir haben natürlich auch das große Problem, dass die Regierungen der anderen, sage ich mal, demokratischeren Akteure es nicht schaffen, die großen Probleme wirklich anzugehen. Und das macht mich auch immer wieder rasend. Also wenn ich sehe, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, den Euro wirklich stabil zu machen für eine nächste Krise, dass wir es noch nicht geschafft haben, eine faire Besteuerung in Europa hinzubekommen, ja, Cum-Ex, Cum-Fake, dass da Milliarden dem Steuerzahler geraubt werden und wir da europaweit nicht weiterkommen, das sind echte Probleme, weil diese Handlungsunfähigkeit, das ist Wasser auf die Mühlen der Populisten. Und am stärksten ist es natürlich bei dem Thema Migration und Asyl, wo die Europäische Union seit jetzt Jahren sich streitet über einen guten Ansatz. Und diese Handlungsunfähigkeit, die ist echt gefährlich. Wie wollen Sie die denn lösen, diese Handlungsunfähigkeit? Also wir sind der festen Überzeugung, dass man zum Beispiel bei dem Thema Migration und Asyl mit jenen vorangehen muss, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn man nicht mit allen 27, 28 vorangehen kann, dass dann einige sagen, wir hören jetzt auf mit diesem Geschachere auf dem Mittelmeer, ja, jedes Mal ein Boot und dann geht's los, sondern dass man sagt, wir machen jetzt einen Verteilmechanismus unter denen, die dafür bereit sind. Wir machen gemeinsames Grenzkontrollregime, wir machen Erstaufnahmeeinrichtungen an den Außengrenzen und dann die Verteilung. Wir machen dann ein vernünftiges System, was Humanität und Ordnung verbindet. Und gleichzeitig schaffen wir aber auch Anreize für Kommunen europaweit, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben ja die absurde Situation, dass viele große Städte, selbst in Polen, selber deklariert haben, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Und die EU schafft es bis heute nicht, dann zu sagen, gut, hier ist das Geld dafür. Ja, weil die kriegen ja von ihrem Nationalstaat kein Geld. Und da so einen Integrationstopf zu schaffen, der sagt, alle, die bereit sind, solidarisch zu sein, kriegen auch unsere Solidarität für die Aufnahme der Flüchtlinge, aber auch für sozialen Zusammenhalt in ihrer Gemeinde. Das wären Möglichkeiten,
aus dieser Handlungsunfähigkeit rauszukommen. Und Sie glauben, dass es genug Partner gäbe in Europa, die da mitmachen würde? Man hat ja eher den Eindruck, also so viele Sparringspartner würde Deutschland da nicht finden, um so ein gemeinsames Grenzregime beispielsweise aufzubauen. Also rechtlich braucht man ja nur sieben. Mhm. So. Da fängt man an mit Frankreich, dann haben wir Belgien, Holland, Spanien, Portugal, Griechenland. Dann gehen sie weiter, wahrscheinlich machen die Dänen mit. In Iren, natürlich kommt man da weiter. Mhm. Und ich bin ja auch immer der festen Überzeugung, wenn man mal schafft, eine Dynamik anzufangen, dann sind auch die anderen am Ende mit dabei. Auf jeden Fall ist es den Versuch wert. Ich finde, das ist nicht schlimmer als diese Handlungsunfähigkeit seit Jahren. Handlungsunfähigkeit kommt ja auch daher, dass gewissermaßen das Kompetenzgerangel immer noch da ist zwischen Nationalstaaten, Hauptstädten und Brüssel auf der anderen Seite. Was würden Sie denn da, wie radikal muss man vorgehen? Wie viel Kompetenz muss man den Hauptstädten wegnehmen, um genau sowas zu erreichen? Eigentlich muss man gar nicht so viel Kompetenzen wegnehmen, sondern es ist ja eigentlich so, dass wir national zwar auf dem Papier diese Kompetenzen haben, aber in der Praxis sie ja nicht helfen. So, und deswegen geht es eigentlich darum, dass wir wieder unsere Souveränität gemeinsam erlangen. Ja, deswegen ist es nur dieser nationale Placebo. Das ist ja eine Illusion, zu glauben, dass wir das alles alleine machen können. Von daher finde ich, muss man da immer aufpassen. Wir bräuchten dafür keinerlei Vertragsveränderungen. Da geht es überhaupt nicht um eine Kompetenzverlagerung, sondern es geht um eine politische Willensentscheidung, endlich gemeinsam die Probleme anzugehen. Die Grünen könnten ja mit einer relativ großen Mannschaftsstärke im neuen Europaparlament vertreten sein, wenn man den Umfragen glaubt. Was sind denn das erste wichtige Thema, was die Grünen anstoßen müssen, Ihrer Meinung nach? Also wir Grüne sind im Europaparlament schon heute auch die Kraft, die ganz klar dort steht für Klimaschutz, für Umweltschutz, ich sag mal, für eine neue Agrarpolitik. Das ist so eines der zentralen Themen, wofür auch nur wir richtig kämpfen. Und dann ist für uns der zweite wichtige Punkt die Frage der Fairness. Das fängt an bei sozialen Mindeststandards, die gegeben werden müssen, der Frage der Besteuerung von Unternehmen in der Digitalwirtschaft, von Vermeidung von den ganzen Steuerhinterziehungen, Steuerraub, Steuerbetrug und letztlich natürlich auch immer die Frage von Verbraucherschutz, dass wir da wirklich dafür kämpfen, dass am Ende die Bürgerinnen im Zentrum stehen und nicht irgendwelche großen Unternehmen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen die Digitalisierung vorantreiben, Sie wollen keine chinesische künstliche Intelligenz und so weiter. Gleichzeitig, wenn ich es richtig informiert bin, wollen Sie ein Kartellamt aufbauen, ein europäisches, wo man sozusagen große Konzerne auch mehr oder weniger relativ schnell zerschlagen könnte oder zumindest deren Macht eingrenzen kann. Wie soll das zusammenpassen? Also wie wollen Sie es schaffen, Europa innovativ zu digitalisieren und gleichzeitig aber Unternehmen quasi auch auf eine gewisse Art zu beschränken? Wie passt das zusammen? Wir wollen keine Monopole, weder in der analogen Weltwirtschaft noch in der digitalen. Und die Europäische Union hat schon heute starke Macht, um Monopole auch zerschlagen zu können, weil Monopole dazu führen, dass die Qualität schlechter wird, dass die Preise höher werden und dass die Menschen keine Vielfalt und Auswahl mehr haben. Deswegen gibt es gute Gründe, gegen Monopole zu kämpfen. Und wir haben momentan im Digitalen, ich sage mal Facebook, Twitter, das ist ja alles eins, WhatsApp, das gehört ja alles zusammen. Das sind ja alles Konglomerate, die da aber sehr viel Macht haben. Und deswegen muss man sich irgendwann fragen, ist es eigentlich okay, dass so viele Daten in einer Hand sind? Was macht das mit unseren Gesellschaften? Und da wollen wir, dass die gleichen Regeln, die für die Lastwagen gelten und die Maschinen gelten, auch in der digitalen Welt gelten. Und das widerspricht übrigens überhaupt nicht dem Gedanken, dass wir als Europäer vorankommen bei der Digitalisierung. Wir hoffen ja darauf, dass wir eben selber von hier aus ganz viel Kreativität, viel Innovation, viel Know-how gemeinsam schaffen können. Und bei der Frage der künstlichen Intelligenz geht es da schon auch um viel, sagen wir mal, Kapital, was man investieren muss. Mhm. Und unserer Meinung nach macht es mehr Sinn, dass man es gemeinsam macht, als dass man jetzt versucht, den Deutschen aufzubauen oder den Französischen oder den Dänischen, sondern dass man sagt, wir machen das gemeinsam im Netzwerk, im Austausch und das dadurch vielleicht auch unsere Vielfalt wirklich zur Stärke macht. Mhm. Sie haben schon gesagt, Vielfalt und europäische Stärke. Sie kennen nun beide Parlamente sehr, sehr gut. Sie waren im Europäischen Parlament, sind jetzt lange im Bundestag. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern mal erklären, worin unterscheiden sich diese beiden Parlamente? Also jetzt nicht nur in der Funktionalität, sondern vielleicht auch so in der Kultur. Was macht die größten Unterschiede aus? Und wo fühlen Sie sich wohler? Auch wohlgefühlt fühle ich mich in beiden. Aber sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Der größte Unterschied ist natürlich, dass der Bundestag mit seiner Mehrheit ja eine Regierung stellt und daher gibt es den sogenannten Fraktionszwang. Ja? Also dass man halt immer die Mehrheit stellen muss und auch zustimmen muss, auch wenn man was eigentlich anders sieht, weil es natürlich auch einen Kompromiss dahinter gibt. Und im Europaparlament gibt es das nicht,
sondern da werden jeweils nach Vorhaben, was ich weiß, Lkw-Ruhezeiten, hat man andere Mehrheitsverhältnisse als bei der Frage CO2-Werte für die Lkws, ja? Obwohl es beides um Verkehr geht. Bei dem einen vielleicht, sag ich mal, eine Jamaika-Mehrheit, beim anderen eine Rot-Rot-Grüne plus die Liberalen dazu. Und das schafft eine Atmosphäre, wo man natürlich eher, sag ich mal, am Inhalt immer wieder orientiert ist. Aber es ist natürlich viel schwieriger zu vermitteln. Ja, weil wenn ich Ihnen sage, also diesmal haben wir mit diesen Mehrheiten agiert, ist es schwieriger. Mhm. Aber für mich ist der größte Unterschied, und das hat mich fast geschockt, wirklich, als ich in den Bundestag gekommen bin, wie viel intransparenter der Bundestag ist als das Europäische Parlament. Mhm. Im Bundestag sind ja die Ausschusssitzungen nicht öffentlich. Es gibt genau einen Ausschuss, der öffentlich ist, der Sportausschuss. Im Europaparlament sind die Ausschüsse nicht nur öffentlich, sondern im Livestream einsehbar und auch noch Jahre später. Das heißt, da ist so viel mehr Transparenz in der Arbeit. Und was ich auch wichtig finde, in Brüssel gibt es ein Lobbyregister zwischen Europäischer Kommission und Parlament, wo auch Unternehmen offenlegen müssen, wie viel Geld sie ausgeben für ihre Arbeit, auch übrigens andere Verbände und wie viele Personen sie dafür einstellen sollen. Das könnte alles noch verpflichtender werden. Ne? Ja. Aber im Bundestag haben wir gar nichts davon. Null. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wer da alles reinkommt. Das ist wirklich wesentlich weniger transparent. Oder noch ein anderes Beispiel. Die Kommission muss, wenn sie einen Gesetzesvorschlag macht, am Ende sagen, mit wem sie im Verlauf der Erstellung gesprochen hat. Ich habe keine Ahnung, wer ins Finanzministerium reingeht, wer ins Umweltministerium, ins Energieministerium reingeht. Kriege ich auch nicht als Info. Also da ist wirklich, sag ich mal, hat der Bundestag, kann er noch ganz schön viel nachholen. Würde ich kämpfen, wir Grüne ja auch dafür. Mhm. Aber es hat mich fast echt geschockt, wo ich dachte, krass, hier ist alles echt sehr intransparent. Gibt es umgekehrt was, was das Europäische Parlament vom Bundestag lernen kann? Ja, wie gesagt, ich finde manchmal diese Zuspitzung der Mehrheitsverhältnisse, das hat auch was, weil man dadurch natürlich in der Vermittlung schneller vorankommt. Was kann er sonst noch vom Bundestag lernen? Auch bei dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist das Europäische Parlament viel besser. Können Sie da Beispiele nennen? Sie machen sich ja sehr stark für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Politikerin oder als Politiker. Was ist da der Unterschied? Was ist sozusagen da der wichtigste Punkt, den man im Prinzip vielleicht auch in Deutschland direkt angehen müsste? Also der größte Unterschied ist natürlich einerseits, wie ganz normal das im Europaparlament ist, dass die Menschen Kinder haben, auch kleine Kinder, dass die mit dabei sind, dass keiner einen fragt, oh Gott, deine arme Tochter. Ja, also diese Frage überhaupt kam nie im Europaparlament, das ist klar, man vereinbart es. Gab auch wesentlich mehr Möglichkeiten mit Blick auf Räume. Das Europaparlament hat einen zentralen Moment der Abstimmungen mittags. Das ist praktischer für Menschen mit Familie oder Sorge als 11 Uhr nachts. Ja. Und dann noch spontan, man erfährt irgendwie kurzfristig, heute Nacht um 11 ist übrigens noch eine Abstimmung. Also da sind viele Dinge, die in der Praxis es wirklich einem einfacher machen als im Bundestag. Da können wir noch einiges lernen. Ich sage immer so ein klassisches Beispiel, im Bundestag haben wir keine Mittagspause. Dafür sind immer alle Events abends. Ja? Also der parlamentarische Abend und im Europaparlament ist es dann halt während dem Mittagessen. Auch etwas familienfreundlicher. Das Parlament kriegt deswegen nicht weniger hin. Das sind alles Fragen der Organisation. Ich sag mal, die Schwedinnen oder auch Französinnen, die guckten uns manchmal an im Sinne von, oh Gott, was ihr mal alles an Fragen bekommt. Was mich auch in Deutschland irgendwann zusehends genervt hat, diese Frage, ach Gottchen, ja, ach Gottchen, das arme Kind. Mhm. Wer fragt denn meinen männlichen Kollegen mal, ach Gottchen, ihr armes Kind? Ja. Niemand. Sehen Sie denn da Bewegung? Also haben Sie das Gefühl, dass da irgendwie sich was verändert irgendwie im Bundestag? Oder ist das in Stein gemeißelt? Nee, da bewegt sich was. Wir tun aber auch was dafür. Also von alleine bewegt sich, glaube ich, nirgends was. Naja, das ist klar. Aber man kann ja sozusagen was tun, aber trotzdem irgendwie gegen Mauern rennen. Aber ja, die Mauern sind durchaus da und man muss schon hart arbeiten, um sie einzureißen. Also wir haben irgendwie 2 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Raum für Kinder in diesem Bundestag zu schaffen. Und man auch denkt, 2 Jahre ist ja irgendwie der Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt gibt es immer noch Hürden, die sind immer noch da, aber wir arbeiten weiter dran. Wir hatten diese Woche zum Beispiel, war der Parlamentspräsident aus Neuseeland da. Und der wollte explizit uns treffen, also diese Gruppe Eltern in der Politik,
weil er ja in Neuseeland das Parlament komplett familienfreundlich aufgestellt hat. Hammer. Und das war so inspirierend, wo ich auch wieder dachte, Wahnsinn, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Also noch viel besser als Europaparlament. Mhm. Und der Mann, Ende 50, der gesagt hat, ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt, dass die Frauen sich immer entscheiden mussten. Und habe gesagt, jetzt, wenn ich Parlamentspräsident bin, dann mache ich hier jetzt ein echtes familienfreundliches Parlament draus. Toll, ja, super. Und dass der dann gesagt hat, hier, ihr seid doch... Und meine Ansprechpartner hier. Das war echt nochmal sehr inspirierend und beflügelnd. Mhm. Prima. Frau Brandner, zum Schluss würde ich Ihnen gerne drei Satzanfänge sagen zu Europa. Und es wäre toll, wenn Sie die einfach vervollständigen. Europa darf auf keinen Fall. Europa darf auf keinen Fall sich den Populisten und den Demagogen preisgeben. Die schönste Stadt außerhalb Deutschlands in Europa ist. Ach, Paris. Ah. Meine nächste europäische Sprache, die ich lernen will, ist? Polnisch. Vielen Dank, Frau Brandner. Das war Europa hat die Wahl. Das nächste Mal bei uns zu Gast Rainer Brüderle und Dr. Matthias Höschel. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.